Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part hier Octopath Traveler. Wir sehen hier den guten, auf Japanisch heißt er Cyrus. Oder Cyrus, ich weiß nicht, wie er genau auf Deutsch oder Englisch heißt. Und das ist ein Charakter, den wir schon aus dem Switch-Teil von Octopath Traveler kennen. Und der ist jetzt auch aufgetaucht, hier auf der Handy-Version. Und ihr wisst, was das bedeutet, wir müssen in den Gacha rein und wir gehen hier im ersten 10er Gacha einfach mal rein und schauen, ob wir Glück haben, ob wir ihn gewinnen können oder nicht. Hier ist der erste und wir haben auf jeden Fall mindestens Charakter 4 dabei. Ja, das glaube ich, das war nichts. Ich glaube, da müssen wir nochmal ran. Da bin ich, ja, das sieht nicht danach aus, als hätten wir ihn ergattert. Ist wahrscheinlich auch wieder nicht ganz so einfach, den zu ergattern. Aber komm, Leute, wir schaffen das. Oh, die ist auch relativ neu. Die ist ganz gut. Die brauche ich noch. Oh, hier haben wir den Menno. Den guten Menno. Was ist da los? Zack. Gibt es eigentlich irgendjemanden von euch, der das Spiel auch spielt, weil er in Japan lebt oder weil er über ein VPN oder so sich das Ding geholt hat? Das würde mich interessieren. So, das heißt, wir müssen hier wieder ins Normale rein. Und komm, wir hauen noch mal einen 10er rein, würde ich sagen. Come on, Junge. Gib mir einen 10er. Und jetzt gib mir Cyrus. Cyrus, den guten. Und, wieder einen 4er dabei, auf jeden Fall. Aber nicht den wir... Oh, Hiskoto, der ist nice. Das ist ein Charakter 5er gewesen, aber in 4. Oh, ich habe gedacht, das wäre Cyrus. Der sieht nämlich mega ähnlich aus, finde ich. Ah, come on. Also wir haben den 5-Sterne-Charakter drin. Oh, sie auch, oder? Warte, war sie nicht auch? Ich habe gerade nicht genau hingeguckt. Das ist auch mit dem Aufnehmen hier nicht ganz so einfach bei mir von der Technik. Warte, wir haben 2 5er gehabt in 4er. Ah, nein. Wir haben einen, Hiskoto, oben in der Mitte, den guten. Nice, plus 100 goldene Rubin-Dinger da. Das ist schon mal nice, das ist sehr nice. Aber hier, es ist nicht der, den wir brauchen, Leute. Komm, wir gehen nochmal in den 10er rein. Machen das heute mal ein bisschen schneller, habe ich gedacht hier, ne? Sonst brauchen wir immer ewig. Okay. Come on. Leute, da ist er. Ein Charakter 5er, komm schon, da ist er. Da muss er sein. Come on, gib ihn mir. Gib, komm schon, gönn mir einfach richtig. Die neue, die ist auch nice. Komm, gönn mir richtig. Come on. Nein, das ist er nicht. Nein, das ist er auch nicht. Wo kommt der Charakter 5? Wir sehen eine andere Animation, wenn der 5er kommt. Wo ist er denn? Oh, nochmal sie. Sehr gut. Die ist auch gut. Ah, wo ist er denn? Leute. 5er. Come on. Und da. Komm, bitte gib mir Cyrus. Gib mir nicht irgendeinen anderen. Gib mir Cyrus einfach. Cyrus. Und. Das meint er nicht ernst, Alter. Das meint er nicht ernst. Wir bekommen nicht den Charakter, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat von den 5er. Nein, wir bekommen irgendeinen random anderen Charakter. Das meinst... Come on. Nee, das ist echt lame, Mann. Das ist mega lame. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Ich meine, ich freue mich. Fiore ist auch ein richtig geiler, starker Charakter. Aber, Junge, ich wollte doch den Cyrus haben. Das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Das, hier, ich verweise nur wieder auf die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit ist 0,8% für den Cyrus, den wir brauchen. Und die ich gerade gezogen habe, die Wahrscheinlichkeit dafür, die in einem 5-Sterne-5-Charakter zu bekommen, ist 0,06315%. Am Arsch, Junge, das kann nicht sein. Komm, wir hauen den nächsten 10er rein, Junge. Cyrus muss kommen. Wo ist der Gute? Come on, Cyrus. Und, das sieht mir nicht danach aus, als hätten wir ihn. Entweder wir haben ihn in einem Stern 4, dann müssen wir ihn aufleveln. Das wäre, glaube ich, sogar kein Problem. Ich glaube, ich hätte die Items dafür. Aber, doch, wir haben ihn. Nice, wir haben ihn. Leute, da ist er. Wir haben ihn doch bekommen. Easy, nice. Ah, wäre natürlich schöner gewesen, direkt ihn in den Stern 5 zu bekommen. Jetzt haben wir ihn in den Stern 4, aber nice, Mann. Hauptsache, wir haben ihn. Easy, nice. Puh, das war wieder knapp. Da sehen wir ihn. Da ist der gute Cyrus. Den kennen viele von euch wahrscheinlich auch schon, die Octopath Traveler für die Switch gespielt haben. Denn da kann man vor... Und wir haben ein neues Rank-Up von... Hier, von der Kraft. Machen wir das doch direkt mal. Zack. Einmal Rank-Up und wir schauen ihn uns direkt mal an, Leute. Wo ist der gute Cyrus? Der, warte, welche Party habe ich denn hier genommen? Party 4, ne?
Ist das, welche nehme ich? Ja, Chigaimasuka. Ja, cool. Wir nehmen das hier. Da ist er. Der gute Cyrus. Wir gehen mal auf seinen Status. Sehen, Ability hat er Feuer. Oh, Feuer 3. Oh, der soll relativ gut sein. Das habe ich schon. Wir füllen ihn mal hier. Wir geben ihm ein paar Level. 42 Level kann ich ihm geben, dem Guten. Dafür habe ich genug. Und dann gehen wir mal in seinen Ability-Baum rein und schauen uns mal den an hier, ne? Wir haben ja erstmal zack, zack, zack. So, hier können wir ihm eine Ability. Komm, wir gehen hier auf. Alter Schwede, warum hat der so starke Abilities? What the hell? Wirklich, die Feuer, 230er Schaden und die... Also erstens, dass ein Charakter verschiedene... Und Blitz hat er auch noch. Auch noch ein 230er. What? Das ist mega, mega stark, dass er Feuer, Eis und Blitz, dass ein Charakter drei verschiedene Magie-Dinger hat. Das gibt's eigentlich nie. Das ist der erste Charakter, der das hat im Spiel. Und dann auch noch so stark. Wow, das ist echt mega. Was hat er hier noch? Er hat noch Double Presse, also mit seinem Buch kann er angreifen. Er kann sich selbst, wie nennt man das? Angriff abgeben. Und... Oh mein Gott! Feuer, Eis und Blitz jeweils dreimal hintereinander angreifen kann er. Wow, das ist eine Menge. Wow, also das ist ein interessanter Charakter. Der hat schon interessante Abilities. So, warte, wir gehen jetzt mal hier den Ability-Baum noch ein bisschen hoch. Wir füllen ihn mal ein bisschen auf. Und dann wollen wir gucken, ob wir ihn ableveln können. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Item für ihn habe. Es könnte sein, dass ich das habe, weil ich habe relativ viele Items gesammelt jetzt über die Monate und habe die nie verwendet. Deshalb könnte es sein, dass ich für ihn das richtige Item theoretisch habe. Aber es könnte auch genauso gut sein, dass ich es nicht habe. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob wir den guten Cyrus hier noch aufleveln können oder ob das nicht geht. So, die Einflusskraft haben wir auf jeden Fall schon mal geuplevelt. Habe ich bis jetzt alles gemacht? Ja, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Und jetzt können wir hier noch 1, 2 machen. Okay, hier. Ah, ich kann es nicht machen. Mir fehlt ganz oben das goldene Item, fehlt mir. Seht ihr das, Leute? Das goldene Item fehlt mir leider. Da können wir ihn nicht aufleveln. Wenn wir das hätten, könnten wir ihn jetzt auf Stern 5 machen. Ihr seht, darunter, ne? Darunter 202 und 888. Da habe ich eine Menge. Aber diese goldenen Items sind relativ selten. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir das tun können. Aber wir haben ihn, Leute. Wir haben den Cyrus hier bekommen. Sehr, sehr nice. Jo, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser kleinen Folge. Ich wollte mit euch nur zusammen gucken, ob wir den guten Cyrus bekommen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, lasst gerne einen Kommentar und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.